Herzlich willkommen im X-Lab. Der neueste Makroadapter ist angekommen und wir machen jetzt das Unboxing und den Test. Wir sind die Ersten in Deutschland, die diesen Adapter zum Test bekommen. Dieser Adapter soll laut Hersteller für alle Kameramodelle tauglich sein, außer für Mittelformat. Jawohl, und da ist er schon. Der Adapter ist klein, handlich und wiegt fast gar nichts. Dazu geliefert wird das Montagekit. Und das werden wir jetzt ausprobieren. Spaß beiseite, mit so einem kleinen Papprohr kann man sehr geile Makroaufnahmen machen und das möchte ich heute zeigen. Man muss nicht immer viel Geld ausgeben, um Spaß in der Nah- und Makrofotografie zu haben. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Ich mache zwischen meinem Objektiv und meiner Kamera einfach eine Verlängerung. Man kann das natürlich auch als Zwischenring kaufen, muss man aber nicht. Und verlängert einfach das Objektiv. Und ich mache jetzt mal hier eine kurze Testaufnahme. Und man wird sehen, das Ganze funktioniert ganz hervorragend. Wieso funktioniert das so? Ganz einfach. Der Abstand, also die Entfernungseinstellung eines Objektives, ist ja abhängig vom Abstand zwischen der Objektivmitte und dem Sensor. Wenn ich an einem Objektiv drehe, einen normalen mechanischen Objektiv, wird ja das Objektiv einfach nach vorne und nach hinten verschoben. Und das kann man mit einem Zwischenring oder bei einem Makroobjektiv mit einem Auszug ganz einfach verlängern. Und das machen wir hier mit einer Pappröhre. Das heißt, je länger die Pappröhre ist, desto dichter kann ich rangehen, desto größer der Abbildungsmaßstab. Und wir können das Ding ganz einfach, so wie ich es gerade gemacht habe, per Hand halten. Funktioniert schon, dann kommt natürlich ein bisschen Licht rein. Das können wir nachher mit Klebeband abdecken. Und bevor wir losziehen und ein paar Makroaufnahmen machen, vielleicht ein paar Vorbetrachtungen. Auf was muss man achten? Sie können natürlich ein Digitalobjektiv, also das Objektiv, das bei der Digitalkamera dabei ist, verwenden. Allerdings ist da der Nachteil, bei den meisten Kameras, die automatisch funktionieren, kann man die Blende nicht manuell einstellen. Und wir müssen, um ein bisschen mehr Schärfentiefe zu bekommen, müssen wir die Blende abblenden. Und das geht natürlich am besten bei alten mechanischen Objektiven. Ich habe hier ein 50 mm Objektiv einer alten analogen Canon-Kamera verwendet. Ich blende das Objektiv etwas ab, um mehr Schärfentiefe zu bekommen. Und dann wird einfach das Objektiv mit dieser Rolle praktisch verlängert. Ich würde aber empfehlen, das Objektiv umzudrehen, also in Retrostellung, weil das Objektiv so gerechnet ist, dass der Abstand hinten kleiner ist als der Abstand vorne. Normalerweise fotografiert man Sachen, die weit weg sind. Der Film war recht dicht dran. Und wenn wir das umdrehen, dann sind wir im Makrobereich. Da ist der Abstand vorne gering und der Abstand hinten groß. Also bessere Eigenschaften, bessere Abbildungsqualität mit umgedrehtem Objektiv. Es geht aber auch in der Normaleinstellung. Das war's schon. Und jetzt werde ich dieses Objektiv mal mit dem Klebeband hier an unserem Makroadapter befestigen. Und wir gehen raus und machen ein paar Aufnahmen von Blümchen und Schmetterlingen, wenn wir welche finden.